Dann zurück. So, dann noch einmal hin und her und dann haben wir auch erstmal genug Dreck im Inventar, um anzufangen. Haben wir ja ein paar Stacks da. Ah, so viel ist es gar nicht. War jetzt in meinem Kopf mehr, als es tatsächlich ist. Und zurück. Ist das hier gar nicht zum Wegräumen. Das sieht nur unglaublich viel aus, weil man halt über die Höhe nicht drüber gucken kann. Aber der Berg ist halt nicht wirklich breit. Ist halt relativ schmal. Von daher kriegt man die Planierung schnell hin, besonders wenn man später noch Effizienz draufballert auf die Schaufel. Dann wäre dieser Berg innerhalb von 2 Folgen weg. Und nochmal bis da hinten hin und dann wird erstmal gebaut. Zumindest so weit wir kommen. Ah, gerade die erste jetzt, die Holzblock-Pyramide. Also Holzstamm. Baumstamm-Pyramide. Wird halt ein bisschen drecklastig, da wir auch wieder von innen alles mitbauen müssen. Da wir sonst die Holzstämme nicht gut legen können. Oh, dann noch das Stück. Oh, und dann gehen wir noch bis da vorne. Gleich Ende. Ja, so. Hier ist wieder eine Höhle. Die können wir überbauen. Das hier können wir auch gleich zumachen. Immer ätzend mit diesen Höhlen hier. So. Nur haben doch einiges gefarmt. Das wird erstmal eine Zeit lang reichen, um hier gut voranzukommen. Oh, 2 Reihen fehlen hier. Ach ja, stimmt, das war dieses letzte Stück. So, versuchen wir es erstmal ein bisschen eckig zu machen, dass wir dann einfacher auch sehen können, wie viel das ist. Hä? So. Ja, ab und zu macht sich das Mausrad hier selbstständig. Gefällt mir gar nicht. Ist mir auch gestern im Raid aufgefallen. Wirkt sich halt ziemlich ungünstig aus, wenn man verschiedene Fähigkeiten auch auf das Mausrad packt. Dann schnell dort runtergenommen. Jetzt ist da wieder nur das Zoomen drauf. Da kann wenig passieren. So.
So lange rechts dann doch nicht hin. Ich glaube, ich habe entweder die Menge überschätzt oder die Größe dieses Loches hier unterschätzt. Eins von beiden. So. Vielleicht ist es planiert. Dann dürfen wir eigentlich schon wieder neu farmen gehen, denn jetzt haben wir wahrscheinlich zu wenig, um die Pyramide von innen zu machen. Ah, das nimmt kein Ende mit dem Dreck. Aber zumindest brauchen wir ihn hier. Und legen ihn nicht bloß doof in eine Kiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, dann von hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Passt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier ist das ja schön flach jetzt, da kann man das richtig schön machen. 1, 2, 3. Eigentlich dürfte hier drin gar nichts spawnen. Dass da trotzdem hin und wieder mal was spawnt, verstehe ich nicht. Das ist ein Fehler in der Minecraft-Matrix. Nee, ich verstehe es echt nicht. Das war jetzt nicht als Scherz gemeint. Es ist mir einfach unerklärlich, wie da was spawnen kann. So. Hier kommt dann ein Weg hin. Hm? Achso. Was wir heute auch noch bauen könnten, das wäre die Crafting-Box. Pyramide. Einfach, dass wir hier mal wieder eine Crafting-Box in der Ecke hätten. Das war's schon? Oh. Das ist aber enttäuschend wenig. So, hier. Ah. Nee. Das passt mir gerade nicht. Dass man da. Hier, ja, das passt mir. Das kann man so lassen. Das ist ganz nett, aber der da. Machen wir hier nur einen Durchgang hin. Ich komme eine Reihe höher an. Dann machen wir das noch. So. Dann legen wir hier Halbsteine aus und machen hier den Weg schön und ja, dann gucken wir mal, wie wir das machen. Wir gucken, ob jemand guckt. So, das war ja über. Dann mache ich daraus erstmal, dann gucken wir mal, wie wir das denn machen. Erstmal da noch einen drauf. So, dann kommt dort einer drauf, dort einer drauf. Scheiße. Ach, gibt's da nicht. Na. So und so. So. Und dann haben wir hier einen schönen Weg. Eine Tür. Ach, ja stimmt, hier muss ja auch noch eine Tür rein. Zack, zack, zack. Zack. Kann nämlich dann hier die Tür drauf. So, dann haben wir das auch schon mal. Und jetzt wird's eh dunkel, jetzt können wir eh schlafen gehen. Dann können wir am nächsten Morgen wieder Holz farmen. Ich habe da doch bestimmt auch noch eine Tür im Lager. Bin ich mir recht sicher. Da ist er. So. Wie rum? In dem Fall würde ich fast schon sagen, so rum.
Sieht doch nicht schlecht aus so. Okay, dann machen wir den noch weg hier. Wo ist mein Knopf? Und setzen den dorthin. Und dann. So. Perfekt. Ich liebe es, wenn etwas auf Anhieb funktioniert. So. Versuchen wir jetzt erstmal alles auf die Höhe hier platt zu kriegen. Also immer schön um alle Kurven rum. Und dann machen wir mal so eine Reihe Dreck. Ein schönes Bild auf die Stadt. Ja, hier vorne muss noch irgendwo ein Hochhaus sein. Damit die Stadt nicht zu weit absackt. Die ist jetzt ja schon, wenn man guckt, von der Skyline hier doch recht abgesackt. Und wenn wir jetzt hier ein Hochhaus hinstellen, dann wird die gleich wieder höher. So. Ja, da können wir gleich eigentlich nochmal hier entlang gehen und dann dort anfangen. Na, ich glaube, wir wären schon 5 Folgen weiter, wäre uns die Schaufel nicht in die Lava gefallen. Dann gehen wir nochmal hin, nochmal zurück. Dann haben wir hier diese Zunge weg. Und dann sieht das schon alles ganz anders aus. Ach, der ist doch bestimmt unter Tage. Ja, wahrscheinlich ist hier auch wieder eine Höhle drunter. Wie so eine Pinselbewegung. Irgendwann hat man den Rhythmus so raus, dass man da fast schon gar nicht mehr hingucken muss. So. Noch einmal bis da vorne und noch einmal zurück. Zumindest die Fläche, die wir heute brauchen, haben wir damit fertig planiert. Das steht zumindest schon mal fest, das kann uns keiner mehr nehmen. Vielleicht hier und da noch ein paar Lücken auffüllen, aber das war's dann auch. Hm? Ein Pickel auf der Nase? Warte mal. Nee, einfach nur ein bisschen Dreck. Warum habe ich Dreck auf der Nase? So ein Krümmel. Vielleicht aus den Augen. Ich habe ja immer sehr feuchte Augen. Das heißt, auch dieser... Die Ablagerung, die Talgablagerung in den Augen sind bei mir sehr stark. Das kann man sogar eigentlich schon an meiner Brille sehen, denn ich muss wirklich halbtägig meine Brille putzen, da meine Wimpern das Zeug quasi auf meine Brille abschmieren. Und das ist natürlich sehr sichtförderlich. Ich habe dazu auch noch so lange Wimpern. Das hat mir meine irgendwas in der Richtung mal gesagt, dass ich sehr lange Wimpern hätte. Vorher ist mir das nie aufgefallen. Na gut, meine Monobraue, die ist mir schon vorher aufgefallen. Die sticht ja einförmlich ins Auge.